Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesu und Maria, die Mutter Jesu, unsere vielgeliebte Mutter. Heute in der Lesung aus dem Buch Genesis lesen wir, wie Jakob stirbt und wie er seine Söhne dann segnet und letzte Anweisungen gibt. Jakob ist jetzt gestorben. Und wir lesen dann im Vers 15, als Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater tot war, sagten sie, wenn sich Josef nur nicht feindselig gegen uns stellt und uns alles Böse vergilt, was wir ihm angetan haben. Sie haben noch nicht verstanden, diese Brüder, dass Josef ihnen wirklich vergeben hat. Noch quält sie der Zweifel, noch quält sie die Schuld, die sie aufgeladen hatten, damals, als sie ihn an die Kaufleute verkauft haben, als er Josef in die Sklaverei ging. Sie trauen diesem Frieden noch nicht. Können wir uns da nicht wieder, dass auch wir an alten Dingen immer noch kauen, unsere Zweifel haben und nicht richtig glauben mögen oder glauben können, dass Gott uns wirklich verziehen hat? Was tun dann jetzt diese Brüder? Sie gingen hin und sagen zu Josef: Dein Vater hat uns, bevor er starb, aufgetragen. So sagt zu Josef: Vergib doch deinen Brüdern ihre Untat und Sünde, denn Schlimmes haben sie dir angetan. Nun also vergib doch die Untat der Knechte des Gottes, deines Vaters. Als man ihm diese Worte überbrachte, musste Josef weinen. Wir können uns fragen, ja, warum hat Josef jetzt geweint? Mit Sicherheit, weil er die Worte seines Vaters in seinem Herzen hört. Aber die Brüder, sie gebrauchen wieder eine Lüge, um weiterzukommen in ihrem Leben. Es scheint so, als ob die Lüge von Generation zu Generation weitergegangen ist. Jakob, der Betrüger, ist zu Israel geworden. Er ist gereinigt worden im Kampf mit Gott. Und jetzt sind es die Söhne, die Brüder Josefs, die auch gereinigt werden müssen, von ihrer Schuld gequält werden. Und sie gebrauchen eine Lüge und sagen gleich zweimal: So vergib ihnen doch ihre Schuld, das Unrecht, das sie dir angetan haben. Und Josef, er muss weinen. Ja, eigentlich hat er schon längst verziehen. Er hatte damals schon geweint, als er sich den Brüdern geoffenbart hat und ihnen gesagt hat: Ich bin doch Josef, euer Bruder. Jetzt holt meinen Vater und es wird alles zu einem guten Ende kommen. Ich werde für euch sorgen. Und er hat es getan. Was brauchten die Brüder denn jetzt noch mehr als Beweis? Josef musste weinen. Ist es nicht so, dass Gott vielleicht auch über uns weint? Ich bin sicher, dass er über uns weint, wenn wir die Vergebung, die Gnade, die er schenkt, nicht wirklich mit ganzem Herzen angenommen haben. Gott möchte, dass wir glauben, dass wir ihm glauben und nicht den Schuldgefühlen, dass wir uns ihm ganz, mit ganzem Herzen übergeben. Und dann sagen die Brüder, sie gingen dann auch selbst hin, fielen vor Josef nieder und sagten: Hier sind wir als deine Sklaven. Genau das ist der Punkt. Als Christen, als Menschen, die ihre Sünden bekannt haben, benehmen wir uns oft noch als Sklaven und nicht als Freien. Wo Gott uns doch frei gemacht hat. Er hat alles gegeben, so wie Josef im Gefängnis sein Leben gegeben hat und nachher auch im Dienst in Ägypten. So hat Jesus noch viel mehr getan am Kreuz. Er hat sein Leben gegeben, um uns freizusetzen, damit wir nicht Sklaven sind. Er hat unseren Schuldschein ans Kreuz getragen. Er hat ihn zerrissen. Das Netz ist zerrissen und wir sind frei, heißt es in einem Psalm. Und das möchte Gott für uns, dass wir wirklich diese Freiheit annehmen und uns nicht als Sklaven ihm gegenüber benehmen, sondern als Freien, als Söhne und Töchter Gottes, als Kinder Gottes. Allen aber, die ihn aufnahmen, lesen wir in Johannes 1. Kapitel, gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden. Da heißt es nicht, Sklaven Gottes zu sein, Sklaven zu bleiben. Das ist unter der Würde Gottes. Gottes Würde besteht darin, dass er uns seine Liebe ganz schenkt, wenn wir unsere Sünden bereuen und wenn wir uns ihm in die Arme, an das durchbohrte Herz von Jesus werfen.
Josef aber antwortete ihnen: Fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes Stelle? Damals war er noch nicht so weit, um zu wissen, wie weit Gott in der Barmherzigkeit geht, wie weit Gott seine Barmherzigkeit auch Menschen anvertraut, dass Menschen in Gottes Namen Barmherzigkeit, Liebe, Versöhnung, Frieden aussprechen und es auch wirksam wird, so wie es bei jedem geweihten Priester ja auch geschieht. Stehe ich denn an Gottes Stelle? Wer ist dieser, dass er Sünden vergeben kann, haben die Pharisäer damals über Jesus gesagt, als er diesen Gelähmten, der durch das Dach hinuntergebracht wurde, vor seine Füße geheilt hat. Und Jesus sagt zu ihnen: Was ist leichter zu sagen? Steh auf, nimm deine Tragbare und geh, oder zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Jesus wird uns fragen: Was ist denn jetzt leichter zu glauben, dass du körperlich geheilt bist oder dass deine Seele im Tiefsten geheilt ist? Jesus möchte uns von diesem Biss der Schlange, von dem Restgift der Schlange, des Zweifels gegenüber Gott auch befreien. Und er wurde am Fuß, an der Ferse getroffen und hat auch dieses Gift am Kreuz von uns weggenommen. Und dann sagt Josef zu seinen Brüdern und Jesus sagt zu uns: Nun also, fürchtet euch nicht. Ich will für euch und eure Kinder sorgen. So tröstete er sie und redete ihnen freundlich zu. Und so spricht Jesus auch zu uns. Und er redet uns freundlich zu, jedem, der sich ihm von ganzem Herzen anvertraut. Und er wird auch zu dir sagen, und er sagt zu dir: Deine Sünden sind dir vergeben. Geh in Frieden. So wie am Osterabend, als Jesus seinen Jüngern gesagt hat: Der Friede sei mit euch. Und so möge der Frieden Gottes, der Frieden Jesu, des Gekreuzigten und Auferstandenen, der alles menschliche Denken übersteigt, auch dein Herz, deine Seele, deinen Geist erfüllen mit Kraft, mit neuer Freude und Liebe im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.